Es ist 14 Uhr. Freunde, es ist 14 Uhr. Herzlich willkommen in Lubin. Alles entscheidende Frage ganz zum Anfang. Bock auf Revolution? Kann ich das nochmal hören? Bock auf Revolution? Dankeschön. Kurzer Hinweis an den Präsidenten des Amtes für Regierungsschutz. Wir führen hinterher an Herrn Thomas Heinmann mit friedlichen und demokratischen Mitteln selbstverständlich. Ich rechne jeden Morgen um 6 Uhr bei mir zu Hause mit Klopfgeräuschen an meiner Haustür. Deshalb müssen wir ihm ja keinen Elfmeter hinlegen. Liebe Freunde, wir haben uns heute hier eingefunden, um nochmal klare, deutliche Worte zu finden in die Richtung, dass nicht alle jungen Menschen unbedingt Klimakleber sein müssen, auch wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk uns das ausschließlich suggeriert. Wir müssen aber auch darauf eingehen, dass wir in Zukunft dieses Land verändern wollen für Thomas Heinmann, Klammer auf, mit demokratischen Mitteln, Klammer zu. Es ist wichtig, dass wir in die Zukunft schauen und dass wir erkennen, was jetzt zu tun ist. Darauf komme ich etwas später zu sprechen. Forderungen, die wir berechtigterweise auf jeder Demo in Mecklenburg-Vorpommern stellen, sind wichtig, sind gut und sie haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber die Frage wird sein, wie werden wir diese Forderungen für das ostdeutsche Volk hier in Mecklenburg-Vorpommern umsetzen? Ich will nicht lange reden. Ich habe mir gedacht, er hat sich einen Verdienstorden verdient. Unser Mann, der seit vielen Monaten, seit Jahren mit uns zusammen auf der Straße steht, der sich selbst ein Denkmal setzen könnte, wenn er mit mir zusammen im nächsten Jahr in die Kommunalpolitik einsteigt. Herzlich willkommen, Heiko, mit seinem Handtuch.